Ich möchte alle begrüßen, die wieder eingeschaltet haben, um Geräte aus der Vergangenheit zu sehen. Und diesmal sehen wir ein FM-AM-Kassett-Tape-Recorder, Marke Teleton. Ja, mehr sehe ich auch nicht drauf. Dieses Gerät steht schon seit ein paar Jährchen bei mir. Das habe ich zusammen mit dem HP Vectra Pentium 3 PC bekommen. Was war das? 2018 meine ich war es gewesen. Aber ich habe dieses Ding nie gezeigt. Das war eigentlich mir nur Beigabe gewesen. Ich weiß noch, ich habe den PC damals über eBay Kleinanzeigen geschenkt bekommen. In der Geschenke-Rubrik und vom selben, ich sag mal, Anbieter, Verschenker, Verkäufer, keine Ahnung, wie man das nennt, war auch dieses Gerät drin gewesen. Da habe ich auch gefragt, hier, Computer, der war dann für mich dann reserviert. Dann habe ich gefragt, ob was er so mit dem, ob das funktionsfähig ist und so weiter. Hat er gesagt, weiß er nicht, aber das Gerät wäre schon auch reserviert gewesen. Ja, und bin dann eingefahren, habe dann den Computer mitgenommen und dann hat mir der Verkäufer dann, ich sag Verkäuferanbieter, mir das Ding auch noch in die Hand gedrückt mit, ja, der andere Interessent wäre nicht erschienen. So, und seitdem parkt das Ding bei mir rum. Weil das, ich habe auch keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich habe das nur Interesse daran gehabt, weil es so interessant aussah für mich. Auch ein kleines Ding. Da ist noch ein bisschen, auch noch ein bisschen im Gegensatz zum Philips, was ich jetzt immer gerade hier unten geparken habe, zum kleinen Reisegerät, ist das hier etwas schwerer. Ich würde sagen, gucken wir uns mal an. Das Ganze habe ich nicht in eine Steckdose reingesteckt, weil das Ding hat einen Spezialanschluss. Kabel. Da war auch ein Spezialstecker dabei gewesen, den ich jetzt gerade nicht finde. Und der macht ja schon so einen unsicheren Eindruck. Aber das ganze Gerät natürlich auch, weil das fällt nämlich auseinander. Gucken wir uns mal so ein bisschen die Funktion von dem Gerät hier an. Hier haben wir Umschalter FM, AM, dann hier Umschalter Radio, Radio Tape, Radio On. Das könnte man Radio an, und wenn man Tape hören will, muss man auf Tape umschalten. Das ist dann hier der Knopf hier, das Rad für den Sendersuchlauf. Da hat sich ein Lautsprecher drin versteckt. Hier unten haben wir noch Off, FM, AFCF, was immer AFCF bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier Volume, Ton und hier die Anzeige für Batterie. Wenn über Batterie läuft. Dann hier oben haben wir Überreste einer Antenne. Dann haben wir hier noch Tasten, Stopp, Vorwärts, Play, Rückwärts, Aufnahme. Dann ist hier was weggebrochen. Hier ist der Kassettejektor, Kassette-Auswurfsknopf. So sieht das Ding von innen aus. Das kommt dann runtergefahren. Man aufpassen muss hier mit dem Knopf hier oben. Der ist nämlich nur drauf gesteckt. Ja, das war's von vorne. Jetzt sind wir hier an der Seite. Kann man ein Mikrofon anschließen. Remote Control hat das Ding auch. Radio steht hier noch dran. Was ist das hier? Ihr? Ach, ihr. Warte mal, ihr. Da unten Kopfhörer. Dann haben wir hier noch Off. 8 Ohm On und Off Moni Speaker On. So sieht das Ding von hinten aus. Ach, da haben wir noch was stehen. Modell 1931. 15 Transistors, 7 Dioden und 2 Thermistors.
Kann man ein bisschen reingucken. Ui. Batteriefach hier unten. Wie gesagt, an diversen Stellen schon aufgebrochen, habe so gekriegt, das fällt. Das ist immer kurz dabei auseinanderzufallen. Ihr seht schon, keine Ahnung. Wenn ich es schaffen sollte, gleich mal die Front hinten abschrauben, damit wir reingucken können. Batteriefach, hier kommen 16 Typ C Zellen rein. 16 sage ich schon, nein, 6. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Jahr das Ding ist. Made in Japan. Hier kann man umstellen zwischen 110 und 220 Volt. Ich habe keinen Plan, aus welchem Jahr das Ding ist. Und hier ist, wie gesagt, dann der Anschluss. Da wollte ich schon immer von Video von machen, aber bisher vergessen und jetzt hole ich das mal eben nach. So sieht das Ding von innen aus. Und was ich sehe, ich glaube deswegen, das muss mal gefallen sein oder sowas, weil wegen, das lag jetzt hier abgebrochen drin, das ist eigentlich hier so eine Befestigung für die Schrauben. Wie man sieht, hier hängt auch noch so eine dran. Keine Ahnung, was mit dem Jungen passiert ist. Ja, hier Lautsprecher. 1,5 Watt. 8 Ohm. Ist wohl noch ein Gummiriemen dran hier. Ja. Das war's, ne? Da ist die Antenne. Oh, was ist denn da ausgelaufen? Oder ist das ein oder ist das Kleber? Ich weiß es nicht. Na, wie gesagt, der muss mal gefallen sein oder sowas. Das war ein kleines Video zum Teleton, was sagte ich, Modell 1931. Ich sag mal danke fürs Zugucken und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.